Naja, das Wichtigste ist, dass wir ganz klar machen, ja, wir wollen den Mindestlohn, weil wir wollen, dass die Menschen gut und fair bezahlt werden für gute Arbeit, die sie auch leisten. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und dann ist uns aber wichtig, den Mindestlohn, den muss man richtig machen. Wir wollen eben nicht den politischen Mindestlohn, wie das die Opposition will. Wir haben ja gesehen, wie das geht. Da sagt die Linke früher 8,50 Euro. Dann kommt der DGB, sagt, jo, 8,50 Euro. Dann kommt die SPD, sagt 8,50 Euro. Und dann sagt die Linke 10 Euro. Und genau das ist der politische Mindestlohn. Wir wollen nicht den politischen Mindestlohn, der im Parlament verhandelt wird. Ich meine, da muss man sich mal vorstellen. Dann sind das Gysi, Gabriel und Trittin, die den Mindestlohn aushandeln. Das kann nur ins Elend führen. Das ist so, als wenn die Kuh vom Geigen spielt, was verstehen würde. Wir haben ja 12 Branchen Mindestlöhne, haben wir gezeigt, wie es geht. Wir wollen, dass die Experten für die Löhne in Deutschland, Arbeitgeber und die Gewerkschaften, sich in einer Kommission zusammensetzen und den Mindestlohn aushandeln. Wir haben 12 Branchen Mindestlöhne, da funktioniert das. Übrigens, liebe Freunde und Freunde, das sind 12 Branchen Mindestlöhne, alle unter CDU-Kanzlern eingeführt. Kein einziger unter Kanzlern der anderen Feldpostnummer. Alleine 6 Mindestlöhne haben wir in dieser Legislaturperiode eingeführt. Das heißt, die anderen reden, wir handeln. Das haben wir schon öfter so auch bewiesen. Danke. Das ist jetzt, glaube ich, was man gute Zusammenarbeit nennt zwischen Politik und Wirtschaft. Da muss man sich einig sein. Die Politik gibt so die Richtung an und dann kann man es gemeinsam lösen. Herr Schäuble. Bei Ihnen ist ja auch ganz, das sind ja ganz große Themen, die zurzeit auch immer wieder im Gespräch sind. Eurobonds, nochmal so als Stichwort. Sie sagen, Eurobonds ohne eine gemeinsame Haushaltspolitik in Europa kann nicht funktionieren. Das heißt, eine gemeinsame Haushaltspolitik, ist das auch das Ziel, das Sie haben? Ja, da sind wir noch weit weg, aber der entscheidende Punkt ist ja der. Wer entscheidet, muss auch das Risiko tragen. Wenn ich Gewinnchancen und die Haftung voneinander trenne, erlebe ich das, was wir im Finanzsektor zu stark erlebt haben. Und wenn ich Schulden machen kann und andere bezahlen, warum soll ich dann sparen? Ich sage manchmal, wir Schwaben, wir sind mit dem eigenen Geld, sind wir sorgfältig. Andere Leute, Geld können wir auch großzügig sein. Deswegen kann Europa nicht funktionieren, wenn ich diejenigen, die Entscheidungen über die Ausgaben treffen, auch die Haftung dafür tragen. Deswegen ist es ein großer Unsinn, dass die Linken, Rote und Grüne, immer wieder gesagt haben, seid doch nicht so kleinmütig, seid doch großzügig, lasst doch die Schulden von Gemeinschaften, dann tragen die alle weniger Zinsen. Dann haben die keinen Grund, die Entscheidungen zu treffen, die sie treffen müssen, damit sie dauerhaft in eine vernünftige wirtschaftliche Lage kommen. Das zeigt eben wieder, Sozialdemokraten verstehen nichts von der Wirtschaft und mit dem Geld können sie nicht umgehen.